Ich freue mich ganz, ganz außerordentlich aus vielen, vielen Gründen auf die Person, auf diesen liebenswürdigen, gebildeten, gescheiten und alle Menschen durch umarmenden Papst. Also ein ganz großer Fan bin ich von, ich habe sehr viel auch von ihm gelesen, seine Enzykliken sind also so etwas von gescheit und herrlich und für jedermann meine ich auch verständlich, gar nicht in einer abgehobenen wissenschaftlichen Sprache, dass es eine Wonne ist, das zu lesen, was er schreibt. Ich war jetzt schon zweimal in Rom, den Papst da zu besuchen und ich bin jetzt mal gespannt, wie es einfach hier ist, so auch von der Atmosphäre, ob es gleich ist wie da, weil da ist immer super Stimmung gewesen. Ich finde es sehr außerordentlich, dass der Papst nach Freiburg kommt, weil das ist ja nur eine mögliche Stadt von vielen in Deutschland und das ist doch, finde ich, eine große Ehre für uns alle hier. Ja, ich freue mich auch sehr, weil ich war auch schon in Rom mit Ihnen allen auf der Ministrantenwallfahrt und es hat einfach sehr Spaß gemacht, mit den ganzen Jugendlichen zusammen den Glauben zu teilen und das dann auch hier in der Heimatstadt ist schon schön. Weil ich ihn noch nie live gesehen habe. Also deswegen freue ich mich so arg drauf. Weil für mich der Papst der Garant der Einheit unserer Kirche ist und ich mich darauf freue, dass das bei einem solchen Besuch auch den Menschen mal wieder bewusst wird. Ich war schon mehrmals in Taizé und Taizé hat mich total begeistert und ich glaube, dass hier auch eine ähnliche Stimmung aufkommen könnte, wenn so viele Menschen zusammen feiern. Weil ich mich einfach mal freue, ihn live zu sehen, hier in Deutschland vor allem. Ich war bei der Mini-Wahlfahrt in Rom dabei, wo er sozusagen zu Hause ist, aber halt mal ihn als Gast hier zu sehen und begrüßen zu dürfen, darauf freue ich mich.